Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist ein relativ besonderer Tag für mich. Und zwar geht es um mein iPhone 7, beziehungsweise nicht mehr iPhone 7. Viele wissen ja, dass ich im Januar 2021 von meinem iPhone 11 mit 64 GB auf dieses iPhone 7 mit 128 GB umgestiegen bin. Das war refurbished, war in einem Top-Zustand. Ich habe es auch immer gut behandelt, ist kein Kratzer dran. Aber ja, ich kann euch mal zeigen, was mich daran stört. Und zwar erstens hat der Akku eine maximale Kapazität von 42%. Ich habe das Handy von 8 bis 13 Uhr in der Schule viermal geladen. Das ist abnormal scheiße. Dann lädt das Handy auch kaum noch. Das heißt, man muss das Ladekabel 10 mal drehen, bis es irgendwie lädt. Dann erkennt das Handy keine SIM-Karte. Also steht durchgehend kein Netz und dann irgendein Mobilfunkproblem. Und Apple Pay funktioniert auch nicht mehr. Und generell iOS 16 läuft auch nicht mehr. Ich zeige euch das mal. Hier sehen wir halt Batteriezustand, wichtige Batterienachricht. Ja, der Akku ist halt scheiße und bla bla bla. Und dann maximale Kapazität 42%. iOS 16 geht auch nicht mehr. Und aus diesem Grund kaufe ich mir heute ein neues Smartphone. Und zwar das iPhone 12 Pro Max in Silber mit 256 GB. Das liegt einfach darum, dass mir 200 Euro gefehlt haben zum 14 Pro Max und da das jetzt halt wirklich kaputt ist und ich neues brauchte, ja, nehme ich das 12 Pro Max und alle, die jetzt sagen, ich hätte mir das nicht verdient, ich habe mir das Geld selber verdient durch Handyreparaturen, was ich euch gerade auch mal einblende, habe mir das über Jahre angespart oder auch angelernt, das mit dem Handy reparieren und ja, dadurch habe ich mir das halt verdient, habe für Bekannte Handys repariert, aber auch generell einfach Handys repariert und dann verkauft. Und ja, so habe ich das verdient. Also nicht, dass irgendwelche Kommentare kommen, dass ich mir das nicht verdient hätte selber. Und das wollte ich nur vorab klären und das wird so ein kleiner Vlog, weil wir fahren jetzt gleich, also meine Godel fährt mit mir wahrscheinlich. Die ist echt nett. Und ja, nur mal so am Rande. Und deswegen, ja, ich zeige euch jetzt noch mal ein kleines Video. Da hat eine Klassenkameradin mich gefilmt, wie ich ein neues Handy gesucht habe. Das, was ihr seht, ist es auch geworden für 600 Euro. Es ist ein iPhone 12 Pro Max in Silber mit 256 GB. Hat ein paar Macken tatsächlich an dem Rahmen, aber die sieht man mit Hülle kaum. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen Geld und habe nicht direkt alles rausgehauen. Und deswegen würde ich sagen, blende ich euch jetzt das Video ein und... Das ist jetzt die Kamera vom Apple iPhone 7 von 2016, was ich eigentlich seit 2020 benutze, weil ich habe es, glaube ich, am 4. Januar 2021 bekommen. Also sagen wir roundabout 2 bis 3 Jahre. Benutze jetzt dieses Handy und das ist jetzt die Videoqualität in 4K tatsächlich. Konnte man einstellen, ob es jetzt wirklich 4K ist, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier 14.38 Uhr und um 15 Uhr meldet sich mein Godel bei mir und ich bin wirklich so gespannt. Also ich brauche dieses Handy einfach. Ich wollte mir jetzt schon seit einem halben Jahr ein neues kaufen, aber es war halt noch nicht kaputt und hat noch die neuen Updates bekommen. Deswegen fand ich es halt unnötig, sich ein neues zu kaufen. Aber dass jetzt kaputt ist, ja, ist es nicht mehr unnötig, sich ein neues zu kaufen und deswegen yes. So Leute, ich habe das Handy, ich konnte leider nicht viel filmen beim Holen. Ich vertone es jetzt nach, jetzt weiß ich, dass der Lautsprecher kaputt ist und ich abgezockt wurde quasi so ein bisschen. Aber es stört schon ziemlich stark, aber irgendwie ist es aushaltbar, ich überlege mir was. Auf jeden Fall sieht es so aus, ein paar Macken sind dran, aber mit Hülle sieht man das nicht. Und die Kamera ist wirklich ziemlich krass und ja, jetzt habe ich noch ein Lammatschum gegessen, vegetarisches. Und jetzt laufe ich damit hoch und übertrage die Daten. Yo, wow, also wir haben jetzt 18.14 Uhr. Keine Ahnung, weil ich das Video aufgenommen habe. Das erste Video habe ich mit dieser Lumix aufgenommen von 2009. Ich bin so fertig. Das hier nehme ich gerade mit dem iPhone 7 auf. Und ja, hier ist die Verpackung vom iPhone 12 Pro Max. Und ja,
Es ist einfach so schön. Es ist so schön, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das ist, ne? Also sind hier schon Kratzer drinne und Frage, aber es war halt einfach relativ günstig im Vergleich zu den anderen, die inseriert waren. Und dafür kann ich mit ein paar Kratzern leben. Ich würde sagen, ich setze das hab schon eingerichtet, testweise, sage ich mal, um halt zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Kabelloses Auto, aber ich habe leider hier keinen USB-C-Stecker. Aber ich will mir eben MagSafe kaufen, aber ich habe nicht mehr so viel Geld. Deswegen warte ich erstmal, bis ich wieder ein paar Handys repariert habe. Dann kaufe ich mir MagSafe. Bis jetzt lade ich dann noch mit diesem uralten Ladekabel. Ist jetzt hochgefahren und es ist einfach so schön. Oh, scheiße. Und ich setze jetzt zurück, filme mit, wie ich die Daten von meinem iPhone 7, also hier, auf Disco Peer und let's go. Ich bin jetzt seit 2 Tagen mit dem iPhone 12 Pro Max unterwegs. Ich mache mir die Lampe aus. Sieht irgendwie cool aus. So, es sieht voll cool aus, ne? Jetzt mache ich noch Licht. Oh ja, richtig cool. Auf jeden Fall bin ich jetzt seit 2 Tagen mit dem iPhone 12 Pro Max unterwegs. Ich sage als 11 Pro Max, aber 12 Pro Max. Das ist die zweieinhalbfache Zoom-Linse. So bleibe ich jetzt mal kurz. An sich bin ich extrem zufrieden. Es ist zwar viel zu groß für mich. Eine hat in den Kommentaren geschrieben, ich bin so klein, ich kann das Handy kaum halten. Sie war zwar selber erst 11 oder so, aber sie hat irgendwie schon recht. Es ist wirklich viel zu groß. Aber das ist halt das extrem Coole. Du hast halt quasi ein Tablet, und das sage ich jetzt auch ehrlich und sage das auch als gut. Du hast halt ein Tablet dabei. In der Hosentasche. Und das ist halt das, was ein Pro Max Modell für mich auszeichnet. Und dann verzichte ich halt auch mal gerne auf die Handlichkeit. Display, ja, kein 120 Hertz. Ich hatte ein iPhone 7, war kein 120 gewöhnt. Und ja, dann spare ich mir den Aufpreis von 200 Euro und habe halt nur 60 Hertz. Habe trotzdem ein super OLED-Display. Das Handy an sich ist top. Kamera ist auch echt gut. Ich hätte zwar noch ein minimal besser erwartet, aber es ist trotzdem wirklich gut. Und jetzt kann ich hier nochmal Weitwinkel ein, also normal, und jetzt halt die Zoom-Linse, so sieht es aus. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr ein Review haben wollt, und schreibt in die Kommentare, ob ich einen Vergleich zwischen iPhone 12 Pro Max und iPhone 7 machen soll. Wenn ja, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, mache ich gerne. Außerdem ist noch ein Review zu meiner 20 Euro Fake Apple Watch geplant. Ja, das ist erstmal der Ersteindruck. Ja, der Lautsprecher ist leider kaputt. Das Mikrofon ist auch nicht so gut. Das war bei meinem iPhone 7 tatsächlich irgendwie besser. Nichtsdestotrotz sind 600 Euro ziemlich günstig. Und ich sage das jetzt hier auch ehrlich, weil es ist halt einfach ziemlich günstig für so ein Handy. Klar ist der Lautsprecher kaputt. Er rauscht halt ziemlich stark. Vielleicht zeige ich das nochmal im TikTok. TikTok übrigens Hamster Samsung. Wie hier. Aber ansonsten wirklich top zufrieden. Hülle, Panzerglas kommt heute noch. Bis jetzt war ich echt auf Risk unterwegs. Ohne Hülle, ohne Panzerglas. Und das war's von mir. Das Video hat relativ lang gedauert. Sagt mal, wie euch das gefallen hat. Und ja, würde mich über ein Abo oder ein Like freuen. Und ciao.